Heute möchte ich euch mal den Nocta Simplex zeigen. Ich habe diesen Detektor jetzt schon viele Monate in Gebrauch gehabt und kann euch dementsprechend da jetzt mal so meinen Erfahrungsbericht so zeigen. Als erstes mal möchte ich euch den Detektor so zeigen, wie er aussieht. Ich denke, ihr habt ihn schon ganz oft gesehen. Das Internet ist ja voll mit Videos davon. Ich mache aber trotzdem noch eins davon, um euch ein bisschen den Detektor aus meiner Sicht zu zeigen und die Verarbeitung. Die Verarbeitung ist sehr gut und robust und stabil und hochwertig. Das ist wirklich so. Die Spule ist gut verarbeitet, das ist alles vernünftig gegossen, da ist nichts undicht, nichts irgendwie scharfkantig oder mit Blasen hier oder sowas. Das ist alles richtig gut verarbeitet und stabil. Der Griff ist sehr ergonomisch und lässt sich echt gut greifen. Er ist recht groß, so können auch größere Hände da gut greifen oder kleine. Wenn man kleine Hände hat, dann rate ich ziemlich weit unten zu greifen, weil dadurch schwenkt man besser. Wenn man jetzt hier oben greift, dann kann es so ein bisschen eiern. Und wenn man schön weit unten greift, dann geht es aber sehr gut. Gleich zeige ich euch mal, was man da alles einstellen kann, was für Suchmodis da drin stecken, was für Features der Detektor hat, wie man die Kopfhörer verbindet. Und außerdem werde ich mit dem Detektor noch sondeln und werde euch gleich noch zeigen, wie ich im Wald und auf einer Wiese damit sondeln war. Ich war nicht alleine unterwegs, aber jetzt erstmal zu den Einstellungsmöglichkeiten im Detektor selbst. Bevor ich euch die Einstellungsmöglichkeiten im Detail zeige, will ich euch einmal das Display hier zeigen, was da eigentlich zu sehen ist. Also hier sieht man die Sensitivitätsanzeige. Das sieht eigentlich ein bisschen aus wie eine Batterie. Wenn ich jetzt die Sensitivität erhöhe, dann geht es bis ganz nach oben. Also wie gesagt, dieses Teil hier ist die Sensitivitätseinstellung. Ich gehe mal ein bisschen runter, damit da ruhiger ist. Hier drüben sieht man die Tiefe. Also wenn ich jetzt ein Objekt nehme und mal rüberschwenke, dann wird hier so eine ungefähre Tiefe angezeigt, wie tief das Objekt liegen könnte. Also ganz flach ist dann nur so ein Strich. Dann haben wir hier unten die Akkuanzeige. Hier in der Mitte sehen wir dann die Leitwertanzeige in Form von großen Zahlen. Hier oben haben wir nochmal Leitwertanzeige bzw. eine Anzeige für die Notch-Einstellungen, was im späteren Verlauf des Videos dann noch erklärt wird. Und hier sehen wir die 5 verschiedenen voreingestellten Suchprogramme. Dazu muss man den Detektor mal anmachen. Und um die Kopfhörer zu verbinden, muss man nichts weiter tun, als diesen grünen U-förmigen Knopf hier gedrückt lassen und die Kopfhörer einschalten. Den Knopf weiter gedrückt lassen, dass die Kopfhörer richtig an sind. Dann leuchtet hier eine blaue LED, die leuchtet in regelmäßigen Abständen immer wieder kurz auf. Und da muss man einfach nur in den Nocta Simplex gehen und den Plus- und Minus-Knopf gleichzeitig gedrückt lassen. Dann leuchtet da so ein WLAN-Symbol auf und das bedeutet, jetzt sind die Kopfhörer verbunden. Das ist also total einfach. Könnt ihr mal hören. Kopfhörer sind verbunden. Und wenn man jetzt die Kopfhörer trennen möchte, dann kann man die einfach ausmachen zum Beispiel. Dann ist der Ton wieder im Nocta in den Lautsprechern drin. Man kann dann aber auch ins Menü reingehen, einfach unten mal durchschalten bis zu diesem WLAN-Symbol und dann das auf 0 stellen. Dann ist das WLAN wieder aus und dann sind die Kopfhörer auch nicht mehr gekoppelt. So, ich zeige euch jetzt noch ganz kurz mal die Einstellungsmöglichkeiten im Detail, was man da alles einstellen kann. Man kann hier die Tonlautstärke verändern von lautlos, was Sinn macht, wenn man jetzt zum Beispiel den Vibrationsmodus verwendet. Für Leute, die taub sind oder hörgeschädigt, die können im Lautlosmodus zum Beispiel sondeln mit der Vibration und dann spüren sie anhand der Vibration, wann ein Signal vorhanden ist und dann können sie sich an den Leitwertanzeigen orientieren. Man kann die Lautstärke in 4 Stufen verstellen im Moment. Ich finde, da sollte noch eine 5. hinzugefügt werden, weil die Stufe 1 ist, wie ich finde, zu leise draußen. Wenn man im Wald oder irgendwo unterwegs ist sondeln, dann ist das etwas leise. Und wenn man dann auf Stufe 2 geht, ist es schon viel zu laut. Also der Sprung von 1 auf 2 ist nicht gut. Und dann wird es halt extrem laut mit 3 und 4. Und 3 und 4 sind fast gleich laut. 4 ist noch ein bisschen lauter. Aber wie gesagt, 1 und 2, der Sprung ist nicht gut. Da müsste noch eins dazwischen, dass man dann noch was hat, was nicht so laut ist wie 2, was aber auch nicht so leise ist wie 1. Ansonsten ist es natürlich sehr gut, dass man da die Lautstärke verändern kann. Manche Detektoren haben überhaupt gar nicht so eine Einstellungsmöglichkeit und kosten gleich mal.
viel, viel mehr. Dann haben wir als nächste die Einstellung für den Bodenabgleich. Da hat man hier unten diesen Knopf mit dem Fadenkreuz links. Man geht also auf Bodenabgleich und dann lässt man den hier gedrückt und pumpt über den Boden. Dann piept es irgendwann und dann ist der Bodenabgleich abgeschlossen. Wird es also genauso gemacht wie bei den älteren Modellen von Nocta Macro, zum Beispiel beim Nocta Impact oder beim Nocta Forcecore. Da war das ja genauso. Man hat den Bodenabgleich gemacht und dann hat es gepiept und dann war der Bodenabgleich fertig. Und das finde ich sehr gut. Das ist sehr einfach und auch sehr gut einfach. Hier haben wir die Eisentonlautstärke. Die kann man auf Stufe 3 stellen, dann ist der Eisenton sehr laut. Ich habe hier mal einen Nagel mitgebracht. Man kann den Eisenton aber auch ausmachen, dann hört man das Eisen gar nicht mehr. Man wird aber noch in der Lage sein zu wissen, wenn man über Eisen schwenkt, weil die Leitwerte weiter angezeigt werden. Hier haben wir jetzt einen 4er Leitwert von dem Eisennagel, aber man hört ihn nicht mehr. Was ich sehr gut finde, dieses Feature, das ist wirklich ein cooles Feature. Das kann man aber auch mal auf 1 machen, dann ist der Eisenton nicht so laut. Man merkt immer noch, dass man über Eisen läuft, aber hohe Signale kommen sehr deutlich trotzdem rein. Als nächstes haben wir hier die Notch-Funktion, was auch nicht selbstverständlich ist für so einen günstigen Detektor, weil so eine Notch-Funktion habe ich noch nicht überall gesehen. Das haben viele günstige Detektoren gar nicht. Eine Notch-Funktion ist eine Möglichkeit, hohe Leitwerte auszublenden oder überhaupt Leitwerte auszublenden, egal wo. Man kann alle Leitwerte ausblenden, die man möchte. Also man kann hier zum Beispiel reingehen in die Notch-Funktion und dann kann man mit den Plus- und Minus-Knöpfen kann man oben durchschalten. Wenn man jetzt mal oben am Bildrand drauf achtet, da bewegt sich der Pfeil. Und diesen Pfeil kann man jetzt mit den Plus- und Minus-Tasten bewegen. Und man kann zum Beispiel jetzt sagen, hey, ich möchte die Leitwerte von 30 nicht mehr hören und auch nicht mehr sehen oder nicht mehr hören. Ich weiß nicht genau, ob man sie dann auch nicht mehr sieht. Auf jeden Fall kann man sie deaktivieren, also ausnotchen. Und ich habe jetzt einfach mal alle Leitwerte von 30 bis 50 ausgemacht. Ich notche jetzt mal den Knopf aus, den ich gerade hier immer über den Detektor geschwenkt habe. Dazu muss ich einfach mal, ich notche einfach mal ganz viel raus. 70 und 80 und 90. Und jetzt dürfte dieser Knopf eigentlich nicht mehr zu hören sein. Aus dem Menü rausgehen. Und der Knopf ist jetzt quasi verschwunden. Ganz kurz kommt er noch rein mit verschiedenen Leitwerten. Aber im Grunde genommen ist er weg. Er wird nicht mehr angezeigt. Weder ein Ton noch ein Leitwert. Und so kann man halt Leitwerte komplett verschwinden lassen, die man nicht möchte. Ich persönlich nutze das aber nicht, weil ich bin jemand, ich möchte eigentlich alles hören und sehen, was im Boden liegt, auch um den Boden kennenzulernen und die Fläche dort kennenzulernen, was da so liegen kann. Deswegen lasse ich immer Notch komplett aus. Ich möchte alles hören, alles sehen. Auch den Eisenton habe ich persönlich immer an, aber eben halt etwas leiser als die anderen Leitwerte. Vor allem in eisenverseuchten Gebieten, da mache ich den dann schon mal leise. Als nächstes haben wir hier die Frequenzverschiebung. Da kann man in 3 verschiedenen Frequenzen verschieben. Frequenz 1, Frequenz 2, Frequenz 3. Der Detektor läuft ja mit 13 Kilohertz. Diese Frequenzverschiebung hat da im Grunde genommen keinen Einfluss auf die Kilohertz, sondern das ist einfach eine kleine Verschiebung, die dafür sorgt, dass man anderen Frequenzbereichen so ein bisschen ausweichen kann. Wenn man zum Beispiel in einem Gebiet ist, wo ein Strommast ist und das piept die ganze Zeit, dann kann man die Frequenz zum Beispiel mal verschieben. Ich empfehle dann immer in so einem Gebiet, wo ganz viele Störgeräusche sind, einfach mal die Frequenz zu verschieben und vielleicht auch die Sensitivität mal ein bisschen runterzustellen. Manchmal hilft auch eine kleinere Spule in solchen Gebieten. Ich möchte mal kurz ein Beispiel noch zeigen, was die Frequenzverschiebung betrifft. Macht das mal auf F2. Ich glaube, das müsste der Standard sein. Dann habe ich hier meinen Pinpointer. Der ist ziemlich dreckig, weil ich gestern sonnen war. Der MI6. Den mache ich jetzt mal an. Man hört, der Detektor hat übelste Probleme mit dem Pinpointer in diesem Frequenzbereich. Wenn ich jetzt hier reingehe und die Frequenz mal verschiebe auf 1, dann hat sich da schon was geändert. Und der Detektor läuft jetzt wesentlich ruhiger, vor allem wenn der Pinpointer ein Stück weiter weg ist, dann bekommt man mal davon gar nichts mehr mit. Jetzt kann er auch mit dem MI6 ohne Probleme funktionieren. Wenn ich jetzt wieder auf 2 wechsle, dann merkt man, da dreht er völlig frei, das gefällt ihm nicht. Und auf 3 ist gar nichts, alles in Ordnung. Da ist er absolut fast komplett ruhig. Also
So viel zur Frequenzverschiebung, ist ein sehr wichtiges Feature, das sollte jeder Detektor haben. Dann haben wir hier die WLAN-Einstellung, hatte ich schon gezeigt. Das ist dazu da, wie man die Kopfhörer verbindet. WLAN ein, WLAN aus. Man kann dann hier noch in verschiedenen Kanälen, glaube ich, rumschalten, aber das ist eigentlich nicht so wichtig. Hauptsache ist, man kann WLAN an- und ausmachen. Das ist die Funktion für Vibration. Man kann die Vibration anmachen, dann vibriert halt der Griff. Ich mache dazu mal den Ton aus kurz, dann kann man mal die Vibration hören. Hier ganz am Anfang. Ton aus, Vibration ist an. Ich glaube, man konnte es ein bisschen hören. Und dann haben wir hier noch die Displaybeleuchtung. Die ist seit dem Update noch ein bisschen verbessert worden. Man kann da jetzt noch wesentlich mehr einstellen. Man hat die Einstellungsmöglichkeiten von 1 bis 4. Dann ist das Display immer an. Also das Display leuchtet durchgehend, auch wenn man ein Signal hat, dann leuchtet es die ganze Zeit. Man hat aber jetzt die Möglichkeit, das noch ein bisschen anders einzustellen, nämlich man kann auf A1, 2, 3 und 4 gehen und das bedeutet, das Display geht immer aus, wenn kein Signal da ist und sobald ein Signal erscheint, fängt das Display an zu leuchten. Jetzt ist es ausgegangen, weil kein Signal da ist und sobald es piept, leuchtet das Display. Das ist eine sehr nette Möglichkeit, um auch noch ein bisschen Strom zu sparen. Und die letzte Einstellungsmöglichkeit ist die Lampe vorne. Ich werde jetzt gleich mal Licht ausmachen und dann können wir mal sehen, wie die LED vorne den Tisch ein bisschen ausleuchtet. Wie ihr seht, ich habe jetzt mal die LED an und leuchte hier so ein bisschen im dunklen Raum rum. Man kann hier so ein bisschen ableuchten, was hier so rumsteht. Hier stehen verschiedene Sachen rum. Funde und Objekte. Erkennungsmarken und so. Die Beleuchtung mit der LED, womit man den Bereich ausleuchten kann, ist sehr nützlich. Das kommt vielleicht nicht ganz so gut rüber, wenn man jetzt hier im Raum ist, aber wenn man draußen in der Dunkelheit ist und diese LED einschaltet, dann ist das wirklich cool. Man hat noch ein Backup-Licht und man kann damit den Boden etwas ableuchten. Ich hatte ja schon damals erzählt, beim Nocta Fourscore und auch beim Impact. Diese LEDs vorne dran sind auf jeden Fall nützlich. Jetzt sieht man auch mal die Beleuchtung im Dunkeln vom Display. Und auch, dass die Tasten beleuchtet sind, das ist extrem cool. Und auch wie die beleuchtet sind, in Blau. Und man kann jetzt mal die Beleuchtung noch ein bisschen ändern. Und gehen mal ein bisschen runter hier, Stufe 1. Das reicht eigentlich, wenn man im Dunkeln unterwegs ist, reicht Stufe 1 vollkommen aus. Und die LED mache ich mal aus. Und dann hat man so, im Dunkeln kann man alles wunderbar sehen. Das ist sehr, sehr cool. Ich würde sagen, wir bleiben einfach mal in der Dunkelheit. Und ich mache mal die Displaybeleuchtung ein bisschen heller. So hell wie geht. Dauerbeleuchtung und will euch noch ganz kurz die Suchmodi zeigen. Da haben wir hier ganz oben als erstes den Feldmodus. Das sind alle voreingestellte Suchmodi, die alle ein bisschen unterschiedlich sind und auch teilweise unterschiedlich klingen. Dann haben wir hier den Parkmodus 1, Parkmodus 2. Seit dem letzten Update gab es dann diesen zweiten Parkmodus noch dazu. Bin wirklich gespannt, was noch kommt in Zukunft. Dann haben wir hier hier oben den Beach-Modus, also den Strand-Modus. Ich denke, der ist besonders gut für Strand am Meer, wo der Boden salzhaltig ist. Und dann haben wir noch den All-Metal-Modus. Und das sind die im Moment 5 verschiedenen Suchmodis, die es gibt. Und das war eigentlich alles, was man dazu sagen kann. Die Einstellungsmöglichkeiten sind sehr simpel gehalten, wie der Name ja schon sagt, aber auch sehr vielseitig. Also man kann eine Menge einstellen, man kann eine Menge mit dem Detektor machen. Wirklich sehr, sehr gut. Jetzt möchte ich euch noch ein bisschen was anderes kurz zeigen, bevor wir dann den Detektor draußen im Wald und auf der Wiese testen. Ich möchte euch noch ein paar kleine Details zu dem Detektor zeigen, hier zur Verarbeitung und zum Aufbau. Und zwar fangen wir mal ganz kurz mit der Armlehne an. Die Armlehne ist aus Plastik, flexibel und leicht und auch robust. Ne? Die bricht jetzt nicht. Und die Armlehne geht sehr weit nach oben, was ich sehr wichtig finde, weil viele Armlehnen bei Detektoren sind nur so niedrig und da ist man gar nicht gut drin. Hier ist man richtig gut drin und das finde ich sehr gut. Sollte immer so sein. Dann hat er hier noch 2 Füße automatisch dran. Ja. Ups. Steht also hier sehr gut auf dem Boden dann immer fest. Zudem hat er ein Teleskopgestänge, was man stufenlos einstellen kann. Ja. 2 Fach, hier vorne dann wiederum. Und dann kann man ihn zumachen. Hier vorne hat man 2 Anschlüsse. Ich zeige Ihnen mal von hier den Detektor, damit man das mal sieht, wie der auch von hier aussieht. Hier ist der Lautsprecher, hier haben wir die LED. Und hier ist der Anschluss für das USB-Kabel. Man kann das hier öffnen, das dann da festschrauben. Und mit dem USB-Kabel kann man den Detektor dann laden. Der hat einen integrierten Akku. Oder man kann den Detektor dann auch am Computer anschließen
und ein Update durchführen mit der Nocta-Software, die man auf der Nocta-Seite runterladen kann. Ich zeige euch mal das Kabel. So sieht das Kabel aus. Man schraubt das am Detektor fest. Dann kann man das hier in den Computer stecken, ganz normaler USB-Stecker, und kann den Detektor dementsprechend updaten, die Software updaten. Oder man schließt es einfach am mitgelieferten Stecker an und kann den Detektor dann laden. Die Akkulaufzeit ist ziemlich lang. Ich war ja gestern mehrere Stunden sondeln und vorhin war der Detektor immer noch randvoll und ich war auch bei anderen längeren, intensiveren Sondeltouren mit dem Detektor unterwegs und der Akku war nie ein Problem. Als nächstes zeige ich euch jetzt, wie ich mit dem Detektor sondeln war, im Wald und auf einer Wiese und was wir da alles gefunden haben. Bin jetzt hier im Wald, im SA-Dolchwald. Also in dem Wald, wo wir damals den SA-Dolch und das Hitler-Jugendmesser gefunden haben. Und hier will ich jetzt einfach mal versuchen, ob ich mit dem Nocta Simplex noch was finden kann. Also ich werde jetzt hier einfach mal eine kleine Nachsuche betreiben. Ich war schon öfters wieder hier und besondere Funde kamen da eigentlich nicht mehr. Ein silberner Stift, natürlich nicht schlecht, und auch noch eine Reichsmark. Aber so ganz besonders große Sachen nicht mehr. Ich habe ja hier damals auch ein Koppelschloss gefunden und hier lag einiges. Und ich gehe davon aus, dass hier auch noch mehr liegt. Mal sehen, ob ich was finden kann. So, ich nehme dafür jetzt einfach mal das Wald- und Wiesenprogramm 1. Und mal schauen, ob der Bodenabgleich jetzt noch vorhanden ist. Ja, dann mache ich die Displaybeleuchtung noch ein bisschen heller. Akku ist voll. Hier ist eine Menge Zeug. ...55er Leitwert maximal. Also sehr schwankend. Einfach mal schauen, was wir da haben. Oh. Man hört, dass der Simplex da übelste Probleme mit hat. Mit dem MI6 Pinpointer. Von XP. Aber man kann ja jetzt hier die Frequenz verändern. Und zwar hier. Ich gehe jetzt mal auf 1 und wieder rausgehen. Mal sehen, was passiert. Ist wesentlich ruhiger. Also man hört, dass er noch ganz kleine Geräusche macht. Aber es ist überhaupt kein Problem. Scheint ein sehr großes Signal zu sein. Das ist es schon. Koks. Also, ja. Mineralisiertes Kokszeug. Nehme ich nicht mit. Das war es aber nicht. Das Signal war auch viel zu deutlich dafür. Noch mehr. Noch mehr von dem Kokszeug. Da ist es. Stück alte Tube von irgendwas, Sekundenkleber oder so. Auf jeden Fall Müll. So, Eisenton aus. Hier ist alles voller Signale und das gefällt mir nicht. Ich weiß, was das bedeutet, wenn alles so voll ist. Müll ohne Ende. Da, noch mehr Koks. Da vorne war auch Koks. Und nee, muss hier weg. Aus diesen Abschnitt ein bisschen weggehen. Da habe ich ein sehr schönes Signal. Naja, was heißt schön? Ist auf jeden Fall deutlich. 66er Leitwert.
Und das ist, was ich dachte, irgendwie sowas schon wieder. Eine Tube, eine alte von irgendwas. ...85er Leitwert. Oh. Ein Ring. Geht nicht. Passt nicht drin. Ein Riesenobjekt. Ich werde mal pinpointen. Was haben wir denn da Schönes? Hier ist das Signal. Tu mal Mama einen Wurm. Das hier ist ein Wurm. Das ist kein Wurm. Der Wurm ist da unten, ne? Zeig mal den Wurm. Ui. Nein, die zeigen wir nicht. Wir zeigen den hier. Ach nee, das ist ja der gleiche. Oh, da ist Gold. Da. Das. Bumme. 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 Hab mal Bumme. 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 Würmer, genau. Ein Regenwurm ist das. Ui. Kleine. Kleiner Regenwurm, hm? Ui! Den kannst du essen. Nein, klar geht das nicht. Nam, nam. Jetzt hör mal auf, die macht das. Nein, die macht das. Doch, natürlich macht die das. Na komm, wir lassen ihn wieder frei. Da, was ist das denn? Geht. Bumme. Papa, Bumme. Guck mal, komm mal, Mama. Mama, komm mal, Papa. Bumme, Pintuchen, Papa. Aber der Papa sucht doch keine Würmer, der sucht doch Schätze. Was ist das? Geld. Geld, ne?
Ja, ich komme ja. Wie sie es bei dir gesehen hat. Nein! Komm! Los, du musst noch graben. Löffel! Ein Silberlöffel. Oh, da ist sogar alte Schrift drauf. Bitte. Lisse. Auf Lisse, das hier. Lisse. Danke. Ich zerbreche immer die Löffel. Warum passiert mir denn nicht immer? Ich habe doch nur ein bisschen Rieben. Ja, na ja, ist klar. Naja, das heißt, der ist schon mal nicht aus Silber. Der ist auch ganz verrostet. Das ist aber versilbert, oder? Was ist das? Sondelt da jemand? Das ist so ein Lastwagen, der rückwärts fährt. Nee. Doch. Meine Mama, Pilze. Oh ja, Pilze, zeig mal. Da sind Pilze. Pilze. Irgendwelche Stangen. Schon wert. Da, Wiese. Ja, die Wiese. Oh mein Gott. Komm, wir gehen hier auf die Wiese. Komm, wir gehen auf die Wiese. Möchtest du wieder die Schippe nehmen? So. Wir sind jetzt wieder auf der Wiese, weil im Wald ist es einfach zu dunkel. Hier. Möchtest du auch mal? Hier. Ist it? Good. Oh Gott.
packen. Backen, nein, backen. Ich will das haben. Nein, backen. Darf ich das mal haben? Nein. Das möchten wir doch noch mal angucken. 2 Euro. Ich dachte schon irgendwie eine Reichsmark. Guck mal, hier gibt es auch Würmer. Würmer. Hey, Würmer. Hier, guck mal, ganz großer. Den kannst du haben. Würmer. Wo sind die Würmer? Geld. Das ist kein Geld. Wurm. Ja, meine Mama, wo ist ein Wurm? Oh, ein großer Wurm. Mach den mal wieder in die Erde. Der wohnt doch da. Hm? Der muss jetzt ins Bettchen gehen, der Wurm. Wieder ein Kronkorken. Also ich würde jetzt mal nicht sagen, dass das ein Kronkorken ist. Weil der so deutlich hinkommt. Kronkorken. Aber nicht den Wurm doll drücken, ne? Ist der Wurm ja immer noch. Gold. Hier. Darf ich jetzt den Wurm haben? Ja, ich hoffe, der kleine Sondelausflug hat euch gefallen und ihr konntet euch einen Eindruck erschaffen von dem Detektor, wie der sich anhört, wie der sich schwenkt und was das für einen Spaß macht, damit zu sondeln. Ihr habt gesehen, wir haben einen Haufen Schrott gefunden, hier einiges an Schrottobjekten und den Löffel, den ich aus Versehen zerbrochen habe. Und insgesamt 5,82 €. Ich habe keinen Tiefentest gemacht mit dem Detektor, um das nochmal zu erwähnen, weil ich denke, das ist nicht notwendig, weil der Detektor sich in der Tiefe mit allen anderen Detektoren locker messen kann. Und die Detektoren, die in der Preisklasse zur Verfügung stehen, die schlägt er ohne Probleme. In allen Aspekten. Ich kann euch nur wirklich ganz ehrlich sagen, für das Geld gibt es nichts Besseres. Wenn ihr Anfänger seid und ihr wollt mit dem Sondeln anfangen und ihr habt noch keinen Detektor, dann könnt ihr mit dem Detektor absolut nichts falsch machen. Es gibt nichts Besseres für das Geld auf dem Markt im Moment. Es gibt viele Detektoren, die kosten, weiß ich nicht, 80 Euro, 150 Euro oder 200, 300, 400 Euro. Die sind alle nicht so gut wie der. Mit den Möglichkeiten, mit den Features, die der Detektor hat, mit der Suchtiefe, die er bringt, stellt er die alle in Schatten. Für mich ist der Detektor nicht mehr wegzudenken aus meiner Detektorsammlung. Ich habe immer mit dabei, wenn ich sondeln bin, als Backup-Detektor oder ich verwende ihn auch als Hauptdetektor, zum Beispiel beim Unterwassersondeln, weil mein Nocta Impact oder auch der XP-ORX, die sind eben nicht wasserdicht, der Simplex aber schon. Wenn ich jetzt am See bin und dort unter Wasser sondeln möchte, dann nehme ich den Simplex. Ja, des Weiteren fällt mir jetzt ehrlich gesagt nichts mehr weiter ein, was ich zu dem Detektor sagen soll, außer, dass es ein absoluter Preis-Leistungs-Knaller ist, aber das haben ja auch schon alle gesagt. Gibt eigentlich niemand, der da irgendwie was Negatives über den Detektor zu berichten hat. Weil es einfach nicht gibt. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare oder irgendwo anders hin. Ansonsten gibt es noch ganz viel Zeug auf YouTube-Videos über den Detektor. Und dementsprechend viel Spaß beim Sondeln und wir sehen uns dann im nächsten Video. Oh ja, diese.